Sieh, du riechst so unfassbar gut. Was ist dein Geheimnis? Mein Geheimnis. Also mein Geheimnis ist. Ich für alles, ich für Haare, ich für Haut, ich für Intimbereich und sogar für Pfanne. Naja, Leute, ich war letztens in Nürnberg, Berg. Auf jeden Fall diese Nürnberg. Und versteht mich nicht falsch, Mann. Richtig schöne Stadt, Digga. Das sieht aus wie, keine Ahnung, so Katakombe aus dem 17. Jahrhundert. Und ich habe dann so einen Laden gesehen, Bräuninger. Und ich wollte unbedingt mal in so einen Laden rein, bis ich dann die Preise gesehen habe. Dann bin ich eigentlich direkt wieder rausgegangen. Aber ich habe richtig geile Sachen gefunden. Wirklich, no joke. Balenciaga, Cap. 300 Euro. Bruder, ich zahle einfach 300 Euro und bekomme einfach halbe Mü- investiert. Dankeschön, lieber Jürgen, für die tolle Grillparty. Oh Mann, alter Jürgen, Digga, warum hast du mich nicht eingeladen? Mich auch, sie winkt mich zu sich rüber. Digga, was ist das? Danke, Jürgen, dass du mich nicht eingeladen hast auf diese tolle Grillparty. Digga, was ist das? Guck dir mal die Maiskolben an. Ich hoffe, die haben geschmeckt. Bro, der hat die Maiskolben bestimmt mit diesem Ding hier zubereitet. Ein Flammenwerfer für zu Hause. Making dinner in bed. Oh. Der sprüht die Butter rum, als wäre es Deo, Digga. WTF? Bro, ich habe eigentlich richtig Hunger, Alter. Sollen wir irgendwas zu essen machen? Sollen wir was kochen? Boah, safe kochen, Digga. Übel geil, Mann. Lass in Küche gehen. Ja, okay, komm mit. Bro, wo gehst du hin? Ich dachte, wir gehen in die Küche. Ja, Bro, willst du mit Pfeffer oder ohne Pfeffer? Jetzt ruft mich jemand an. Bruder, mal abgesehen davon, dass ich nie im Leben in meinem Bett irgendetwas esse, weil ich das Ding, ich finde das so abartig ekelhaft. Schon mal von meinem Krümel, so man isst so Brot oder sowas oder Burger und man krümelt alles voll, Digga, dann pennt man so mit Krümeln. So, falls du so nachts irgendwie Hunger hast und so unter deinem Kopfkissen befindet sich noch so eine halbe Gurke. Und der Typ bereitet einfach ganzes Essen in seinem Bett vor. Ja, guten Hunger. Dann mit Fett zu schlafen. Tut mal in den Kommentaren so, als wäre es der Suchverlauf einer Dilara. Oh nein, oh nein, oh nein. Ist Nachbarland von USA, USB. Geld kaufen günstig. Junge mit AMG, großen Haus. Muss man in die Schule für gute Noten. Oh, Bruder, was? Alter, Digga, was ist das? Ist Amerika Hauptstadt in Deutschland? Das erinnert mich an... Wie viele Tage hat ein Jahr? 31. Huh? Fast. Was? Wegen Monat. Bruh. 31 Tage hat ein Jahr. Nein, nein. 700. Ich kann nicht mehr, Digga, das geht nicht. 750. Ist das richtig? Schon? Sure? Ehrlich? Oh, hä, woher wusstest du das? Ich bin schlau. Hä, wo hast du das irgendwo gelernt? Ja, in der Schule. Geht zur Schule, ihr lernt das. Geht zur Schule, ihr lernt das. Bruder, die war nicht nur in der Schule Kreide holen, die war ganze Schule holen. Digga, WTF? Wenn mein Coach mich nur ins Team lässt, um es mit mir regelmäßig zu... Was? Ich dachte, wir sind hier auf TikTok. Wo kann ich die Trainerlizenz machen? Gefällt dem Creator. Ich gehe auf Geht dich nichts an. Bio ist sowieso nur Abfall. Ich trinke verschiedene Säfte. Cola oder Fanta. Krasse Säfte, Bruder. Also ich persönlich trinke nur Wasser, wie zum Beispiel Wodka und Whisky. Ich kann das alles nicht mehr, Digga. Was ist hier los, Mann? Aber die ist auch nicht viel besser. 18, schlaue Männer checken mein Instagram. Wo ist hier Instagram? Oh Mann, Digga, das macht mich fertig, Alter. TikTok macht mich fertig. TikTok macht mich wirklich fertig. Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday oder auch...